Startposition. Schlägerkopf nach oben, stehe hüftbreit parallel zum Netz und die Füße zeigen nach vorne. Führe den Schlägerkopf mit der freien Hand maximal bis Ohrhöhe zurück. Bewege den Schläger jetzt nach vorne leicht abwärts und die freie Hand bleibt in Ausgangsposition. Treffpunkt: seitlich vor dem Körper, Schlägerspitze zeigt nach oben links und die Schlägerfläche ist leicht nach oben geöffnet. Und wieder zurück in die Startposition. Schaue bis zum Treffpunkt immer auf den Ball. Treffpunkt: stabiles Handgelenk und Ellbogen vor dem Körper. Trainingsaufgabe: spiele 10 Volleys über das Netz. Ziele auf die Füße des Werfers. Wie viele Volleys schaffst du hintereinander ohne Fehler? Mehr als 5? Na dann geht's weiter.